Aloha Seekräuter, willkommen zurück hier zu einem Video, was wir Ausblick genannt haben, denn hier geht es heute nur um Work-in-Progress-Themen und alles, was mit dem Update oder ab dem Update 084 frühestens ins Spiel kommen kann, auf dem Live-Server eintrifft. Wir haben hier schon mal gleich eine neue Karte und zwar Griechenland, die findet den Weg ins Spiel voraussichtlich, wird jetzt gerade getestet, gibt viele Inseln, gibt drei Caps, es kann aber auch vier Caps geben, also zwei verschiedene Varianten davon. Es wird lokales Wetter geben, die Wetterzone, die von links oder von links nach rechts oder von rechts nach links über die Karte zieht und das alles mit einer Wahrscheinlichkeit von 25%. Es ist nur für T9, T10 Gefechte vorgesehen, diese Karte. Ja, mehr kann man dazu eigentlich im Moment noch gar nicht so sagen. Hier haben wir nochmal so ein paar Impressionen aus der Karte heraus. Würden flache Inseln geben, wo man wohl drüber schießen kann, aber sich trotzdem auch dahinter verstecken kann, um halt nicht entdeckt zu werden. Das ist die Kernaussage von Wargaming zu dieser Karte. Ich finde es toll, dass mal wieder noch eine neue Karte dazukommt, gerade auch auf T10, wo ja manchmal der Eindruck doch herrscht, dass immer wieder die gleiche Karte genommen wird. Teilweise hat man Gefechte, wo 3-4 Mal die gleiche Karte genommen wird. Finde ich sowieso ein bisschen merkwürdig. Und so kann der Pool ein bisschen aufgelockert werden. Kommen wir gleich zum nächsten Punkt, und zwar die Karte Falle. Auch eine, ich finde persönlich, eine ziemlich coole Karte. Die fahre ich immer gerne. Die verändert sich. Und zwar seht ihr hier schon, vorher war der Cap A hier in dem unteren Bereich ziemlich nah am Kartenrand. Das alles wurde jetzt nach in die andere Ecke verschoben. Nach oben, wollte ich gerade sagen. Also so, dass der Cap C viel, viel näher hier an den Kartenrand gerückt ist. Man kann das jetzt hier nicht mehr so gut umfahren, beziehungsweise hat hier oben nicht mehr so viel Kampfbereich. Da hat ja in der letzten Zeit häufig einen Zweikampf stattgefunden oder sogar einen Vierkampf oder Sechskampf. Und jetzt rückt der Cap A wieder ein bisschen mehr in die Gedanken der Spieler vielleicht, da dieser Cap in der letzten Zeit doch sehr häufig vernachlässigt wurde. Und dann geht's weiter. Der nächste Punkt ist dann Flugzeugträger. Die bekommen nämlich erstmal eine Verschnaufpause. Also nachdem sie dann 30 Sekunden auf ein Gefecht gewartet haben oder vielleicht noch länger und dann nochmal 40 Sekunden, bis das Gefecht dann beginnt, dürfen sie dann nochmal warten. Bei T4 gibt es dann auch keine Verzögerung. Sobald ihr T6-Träger habt, dürft ihr dann nochmal 15 Sekunden warten. Sobald ihr T8 fahrt, 30 Sekunden. Und sobald ihr T10 fahrt, sogar 45 Sekunden. Also da kann man nochmal schnell auf Toilette gehen oder sich einen Kaffee holen oder sonst was. Das ist ja jetzt schon, ich sag mal, wenn man auf Gefecht klickt als Flugzeugträger, dann locker mal so fast 3 Minuten Wartezeit, bis man überhaupt was machen kann. Ja, also gut. Das ist dazu dem Thema. Jetzt soll am Ende dazu führen, der Flugzeugträger hat oft in der Vergangenheit halt sehr, sehr schnell die Gegner aufgeklärt. Die Teams konnten sich sehr, sehr schnell aufeinander einstellen, weil eben klar war, wo die Schiffe langfahren und wo die Schwerpunkte der jeweiligen Teams liegen. Außerdem wurden Schiffe dafür, die eigentlich eine sehr, sehr gute Tarnung haben, also einen guten Verborgenheitswert haben, relativ schnell bestraft, indem sie halt aufgeklärt wurden. Auch Zerstörer, die nur 2,5 Kilometer inzwischen noch sichtbar sind, wurden halt teilweise sehr, sehr früh aufgeklärt, durch vergessen, dass die Flak ausgeschaltet wurde und so weiter. Aber sie wurden einfach auch dem Vorteil beraubt. Sie mussten dann nebeln, damit die nicht weiter beschossen werden und so weiter. Damit will man dazu ein bisschen entspannen. Man will so ein bisschen dafür sorgen, dass erstmal Positionen an den Caps bezogen werden kann. Und ja, die Teams, die schon mal ein bisschen verteilt haben, ohne dass der Träger von vornherein sagt, ey, da bist du, Team, ihr wisst Bescheid, Feuer frei auf den DD oder so eine Sache, sondern dass man erstmal so ein bisschen verzögert in dieses Gefecht einsteigt, nämlich dann halt, als Flugzeugträger hat man zukünftig dann auch nur noch 19 Minuten und 15 Sekunden Zeit an dem Gefecht teilzunehmen und nicht mehr 20 Minuten, also im extremsten Fall, ne? Das dazu und wir kommen dann zum nächsten Punkt, was wieder eine schöne atmosphärische Änderung ist. Das hier ist der Hafen St. Petersburg, wie ihr ihn jetzt schon kennt, in dem ganz normalen Tageslicht hier, Sonnenuntergang am Horizont und so eine Sachen. Und es wird sich ändern, also nicht dauerhaft ändern, sondern es wird einen Tages- und Nachtrhythmus im Spiel geben. Und das nicht nur in St. Petersburg, ich persönlich finde das ja total cool, ich kann hier so ein bisschen herwechseln, das sieht schon doll aus, finde ich. Da freue ich mich schon drauf, dass diese Sache endlich ins Spiel kommt. Und zwar wären da die Häfen Philippinen, New York, St. Petersburg, Zipangu, Hamburg, die Marinebasis, also Trockendock, und die Seehäfen. Also ich gehe davon aus, dass dann hier von den Anime-Schichten, da gibt es ja auch noch so einen Hafen, dass der davon auch noch betroffen ist und da so ein Tag- und Nachtrhythmus integriert wird. Also man wechselt zu dem Hafen hin und dann beginnt der Timer anzuzählen. Ich bin gespannt, ob sie dazu hart klicken, also dass das wirklich so hart gewechselt wird oder ob es einer vernünftigen
ja, einen Zeitbogen gibt, dass man wirklich sieht, dass die Sonne halt untergeht, dass es langsam dunkler wird und auch langsam wieder heller wird. Ja, das wäre cool. Wird auf jeden Fall für mehr Atmosphäre sorgen. Der nächste Punkt, den hattet ihr eben gerade ganz schon gesehen. T1-Schiffe werden in Zukunft keine Zitadelle mehr haben. Sie möchten den anfänglichen Spielern, also die, die am Anfang stehen, es ermöglichen, dass sie das Schiff langsam lernen und halt auf T1 nicht rauszitadellt werden können. Das ist ja doch relativ schnell möglich, gerade wenn erfahrene Spieler gegen Anfänger spielen, also die sogenannte Robbenklatschen, wie das hier ja in der Community häufig genannt wird, ist jetzt halt erstmal nicht mehr so ganz, ganz schnell möglich, sage ich jetzt mal, sodass man halt wirklich gleich die Zitadelle mehrfach trifft und das Schiff ruckzuck raus ist. Das soll vermieden werden, damit eben nicht gleich am Anfang eine Spaßbremse da ist und dass diejenigen auch eine realistische Chance haben, sich ein bisschen zumindest anzupassen. Man fährt ja in T1 dann doch 2-3 Gefechte, bevor man auf die nächste Stufe kommt. Und ja, ich hoffe auch, dass sie noch mal ein bisschen deutlich erklären, was die Zitadelle eigentlich ist. Das, was Wargaming quasi von Hause aus machen kann, ist ja auch ein bisschen den Spieler aufklären und sagen, ey, pass auf, die Zitadelle ist ein besonders verwundbarer Teil deines Schiffs, den musst du gut schützen, indem du dich halt nicht Breitseite zum Gegner stellst und so eine Sache. Aber das hier ist sicherlich ein erster Schritt, auch um die Spieler länger an World of Warships zu binden so ein bisschen. Also, dass sie nicht gleich bei T1 sagen, boah, ich bin da so schnell raus, ich brauche das gar nicht mehr weiterspielen. Ja, das ist, denke ich mal, auch der Hintergrund dabei, um das ein bisschen fairer zu gestalten. Nächster Punkt ist dann die Alabama-Tarnung. Und zwar gibt es für die Supertester eine besondere Tarnung. Veteranen des Supertests, die hat die üblichen Werte am Anfang hier mit der Erkennbarkeit zur See um 3% reduziert, die Streuung der Granaten, die auf euer Schiff abgeschossen wird, plus 4%, und dann gibt es noch gibt's Sonderfähigkeiten, also ihr verdient 10% mehr Credits nach dem Gefecht, eure Wartungskosten sind um 30% reduziert, ihr kriegt 100% Erfahrung pro Kampf auf dieser Tarnung und 300% Free XP pro Kampf mit dieser Tarnung. Und dasselbe gibt es dann auch nochmal für die Stalingrad, aber mit leicht abgewandelten Werten. Ich finde, beide sehen optisch total genial aus. Hätte ich beide gerne. Hab weder die Stalingrad noch die Alabama und noch bin ich Supertester. Von daher ja, bleibt eher der Wunsch der Vater des Gedanken. Ja, die Tarnung hier kann man mit Kupfer bekommen. Auch die Erkennbarkeit und die Streuung sind natürlich die Standardwerte da wieder drauf. Und dann gibt es 20% Credits pro Kampf, 50% Wartungskosten reduziert nach dem Kampf und 100% mehr XP nach dem Kampf auf der Stalingrad. Kann man dann mit Kupfer im Spiel bekommen. Dann geht's weiter und dann kommen wir jetzt wirklich schon effektiv zu dem Update 084, also das, was Ende Mai auf die Live-Server kommt. Denn dat, der Freundschaftswettbewerb Victory wird aller Voraussicht nach natürlich fortgesetzt werden. Und die Regeln bleiben grundlegend die gleichen. Also ihr wählt eine Seite, könnt dann ja Punkte verdienen, bekommt Aufgaben gestellt und so weiter. Wenn ihr diese Aufgaben erfüllt, bekommt ihr dafür eben Punkte. Die könnt ihr dann wieder in Container einlösen oder ihr bekommt Container direkt. Das ist hier noch nicht ganz klar formuliert. Am Ende wird es eine Sammlung geben, die ihr eben mit diesen Containern befüllen könnt. Und ihr sammelt halt Teile. Und die neue Kollektion besteht halt aus gesamt 8 Seiten, so verstehe ich das, also 8 Teile. Ihr könnt hier, wie gesagt, Türme sammeln, Münzen, Uniformen wieder, bestimmte Stilgegenstände und so eine ganze Geschichten. Und am Ende gibt es dann dafür wieder die zweite Tarnungsmöglichkeit, also alternative Tarnung. Dann gibt es eine zweite Signalflagge, nee, nicht Signalflagge, sondern normale Flagge, die ihr eben auf den Schiffen hissen könnt. Und wenn ihr die Tarnung, also wenn ihr die Sammlung komplett voll habt, dann gibt es das eben auch für Schlachtschiffe. Weiterhin gibt es eine temporäre Ressource, die ihr sammeln könnt und damit könnt ihr verschiedene Gegenstände im Spiel freischalten oder ihr könnt Spezialcontainer erwerben und da können dann spezielle Gegenstände drin sein, nämlich die Murmansk, die Ochotnik, die Molotow, die Leningrad und ganz wichtig dann auch die Lenin, der T8 Premium Schlachtschiff der sowjetischen Marine, kann in solchen Premium Containern dann eben mit eingeschaltet werden, ob direkt da drin gefunden oder ob man dann wirklich über so eine temporäre Ressource so eine Sache dann da freischaltet. Keine Ahnung, weiß ich nicht genau, wie das dann in dem Waffenkammer sein wird. Aber das ist noch nicht alles, denn im nächsten Update gibt es einen neuen Kapitän, der dann verfügbar gemacht wird, nämlich Nikolai Kuznetsov, der ja doch spezielle Fähigkeiten hat. Und zwar einmal die versteckte Reserve und einmal den Willen zu gewinnen. Und die versteckte Reserve aktiviert sich, sobald der geneigte Kapitän First Blood
in einem Spiel, also erstes Blut in einem Spiel als Achievement erreicht. Das heißt, ihr seid der Erste, der ein Schiff rausnimmt und dabei mindestens noch 50% der Trefferpunkte, glaube ich, vom Schiff abgezogen hat. Bin mir da gar nicht ganz sicher, aber First Blood ist das Achievement, was ihr erhalten müsst. Und wenn ihr das gemacht habt, bekommt ihr sofort für alles, was ihr an Verbrauchsmaterial auf dem Schiff habt, eine Aufladung dazu. Ja, erstmal sacken lassen. Ich mache einmal First Blood und habe kostenlos dann einmal Aufladung für alle Verbrauchsmaterialien mehr. Also Reparaturmannschaft, dem sind Wrackfeuer, Hydro meinetwegen, weiß ich nicht. Alles, was da eben so existiert. Man kann dich auch auf Kreuzern einsetzen, dann hast man noch mal einmal Radar mehr. Also eine ganze Geschichte. Nächster Punkt ist dann, ihr steht jetzt vorne, habt First Blood gemacht, wurdet beschossen und jetzt habt ihr plötzlich nur noch 10% HP. Und in dem Moment sagt der Kapitän, alles klar, du hast jetzt den Willen zu gewinnen. Und zwar wird dir dann sofort ein Schadensbegrenzungsteam ausgelöst, ja, ohne dass du dafür eine Aufladung des Verbrauchsmaterials benutzen musst. Es wird sofort eins ausgelöst, du verlierst keine der Aufladungen, es wird sogar ein zusätzliches Schadensbegrenzungsteam und das ist 30 Sekunden aktiv. Es werden sofort alle Brände und Flutungen gelöscht und es können 30 Sekunden keine neuen Flutungen und Brände dazukommen. Als zweites wird dann die Streuung der gegnerischen Granaten, die auf dein Schiff abgefeuert werden, für 30 Sekunden um 20% erhöht. Das heißt, die Granaten fliegen einfach mal daneben wahrscheinlich. So doll, 20% halte ich für einen relativ hohen Wert. Mal gucken, ob das so in dem Supertest bestehen bleibt. Und Punkt 3 ist dann, dass die Reparaturmannschaft 7,5% der Trefferpunkte sofort wieder regeneriert. Jetzt ist also bis zu 7%, 7,5%. Das heißt, ihr müsst genug Reserven haben, die ihr da wieder herstellen könnt. Ja, also diesen grauen Bereich, diese anrechenbaren Punkte, die ihr da bekommen könnt, sozusagen, wenn ihr runterbrennt, dann bleibt dieser graue Bereich ja immer größer. Wenn ihr aber Penetrationen bekommt, so eine Sachen, dann bleibt davon ja nicht so viel anrechenbar, was ihr dann wieder herstellen könnt. Zumindest interpretiere ich jetzt erstmal diese Varianten so. Heißt einfach, ihr seid bei 10% und sofort wird alles ausgelöst. Ihr kriegt Strukturpunkte wiederhergestellt, die Streuung der Granaten auf euch erhöht sich und alle Brände und Blutungen werden sofort repariert. Das heißt, es verlängert einfach euer Überleben vorne als Frontschwein. Und wenn man sich jetzt mal so überlegt, die russischen Schlachtschiffe sind genau das. Die sind Schiffe, die nach vorne fahren sollen, das Feuer auf sich ziehen sollen und selber hart austeilen können. Und ja, da wäre der Kapitän sicherlich sehr, 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 sehr gut angebracht. Nächste Sache, die er noch als Besonderheit hat, ist 1000 Sasser, die nämlich dafür sorgt, dass ihr das Nachladen der Verbrauchsmaterialien um 10% reduziert. Das heißt, wenn ihr 60 Sekunden wartet, wartet ihr da noch 54 Sekunden als Beispiel. Normalerweise steht der Wert bei 5%. Ja? Also der ist da auch nochmal verbessert. Das sind aber alle Fähigkeiten, die der Kapitän hat. Und ja, es ist alles Work in Progress, das heißt, es kann sich noch ändern. Mal gucken, ob das wirklich so kommt. Und was man noch sagen kann, wenn euch der Kapitän in Clan Wars begegnet oder in gewerteten Gefechten, ich glaube nur Clan Wars, dann sind diese Fähigkeiten nicht aktiv. Ja, also nicht, dass ihr euch dann wundert, wow, das sind ja Überlebensfähigkeiten, die den Clan War beeinflussen können. Nein, da sind die Dinger dann deaktiviert. Also da ist es dann ein normaler Kapitän sozusagen. Gut. Das ist vielleicht auch nochmal, was man sich mal so durch den Kopf gehen lassen soll, wie sich das da in Zukunft entwickelt. Und dann kommen wir zum letzten Punkt und da geht es dann um die gewertete Gefechtssaison 12. Ihr seht, Flugzeugträgerzeichen, gewertete Gefechte, hä, was ist da jetzt los? Ja, Flugzeugträger sollen ab der nächsten gewerteten Gefechtssaison in die gewerteten Gefechte integriert werden. Es wird auf T10 passieren, also T10-Schiffe sind nur zugelassen in den nächsten gewerteten Gefechten, 7 gegen 7 und ja, es findet dann nur noch in Herrschaft und Epizentrum statt. Epizentrum hat einen neuen Gefechtsmodus und zwar dann die Saturn-Ringe, also so ähnlich wie jetzt bei diesen Weltraumgefechten, dass ihr halt, also nicht so ähnlich, sondern genau so, ihr könnt also unterschiedliche Ringe cappen. In der Mitte ist meinetwegen Team Rot, ihr habt aber die beiden äußeren Ringe oder andersrum in x-beliebigen Konstellationen. Das ist jetzt nicht mehr so, dass wenn der innere Ring rot ist, dann sind die äußeren Ringe nicht mehr cappbar oder so Sachen. Das wurde halt jetzt verändert. Aber ich denke mal, die wichtigste Neuerung ist, dass Flugzeugträger in diese Gefechte jetzt integriert werden. Das heißt für euch alle, bleibt dicht beieinander. Einzelne Schiffe werden ganz schnell von Flugzeugträgern rausgenommen, das ist immer so. Also wenn ich selber so fahre, gucke ich auch, welches Schiff einzeln unterwegs ist. Und auch wenn es irgendwie eine Wooster ist, selbst mit einer Wooster, ist man nicht vor solchen Angriffen gefeit. Ganz, ganz sicher. Wenn die Kapitäne es clever machen, dann kann zumindest einmal Torpedo abgeworfen werden. Und das kann für eine Wooster dann schon vernichtend sein.
Ja, wenn er ein Japaner schafft, da bleiben dann schon ordentlich Damage-Punkte auf der Strecke. Also, ja, ich weiß, ehrlich gesagt bin ich selber jetzt ein bisschen überrascht, dass sie jetzt Flugzeugträger schon die Gewerteten bringen. Ich persönlich als Träger-Fan freue mich natürlich, weil ich die Möglichkeit habe, mal andere Gefechtsmodis auszuprobieren und mich da ein bisschen zu messen. Auf der anderen Seite ist es sicherlich ein großer Impact auf das Spiel allgemein. Vorher waren die gewerteten Gefechte doch sehr strategisch, taktisch, man hat sich positioniert, vielleicht auch ein bisschen ja, zu taktisch vielleicht sogar schon, aber jetzt mit den Flugzeugträgern wird das alles sich meiner Meinung nach wahrscheinlich relativ stark verändern, weil derjenige, der steht, der verliert. Das ist ganz klar, weil ein Flugzeug in ein Schiff, was steht, kann sich nur noch sehr, sehr schwer gegen Flugzeugträger verteidigen. Torpedos können auch aus größerer Distanz abgeworfen werden und treffen trotzdem und auch mit den Bombern und so. Also ich denke, dass da jetzt mehr Dynamik drin sein wird. Ihr könnt mir gut vorstellen, dass es da Kreisbewegung gibt, dass das Team A so rumfährt und das Team B in dem anderen auch in der Richtung sozusagen, dass so rumgefahren wird oder so rum oder durch Zufall doch beide Teams direkt aufeinandertreffen, weil sie sich beide für die andere Richtung entschieden haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dazu führt. Ja, gerade weil die Schiffe alle dicht beieinander bleiben sollten wegen der besseren Flak. Gut, und das war's von dieser Vorschau, von diesem Ausblick. Ich hoffe, euch hat diese Art von Video einfach mal gefallen. Wir haben einfach mal alles zusammengefasst, was in der letzten Zeit so über die über den Zenit kam von Wargaming an Informationen. Wenn es so ist, gerne in die Kommentare unten mal reinschreiben, was hat euch besonders gefallen, was könnte noch besser sein. Also eine Sache würde mich mal interessieren. Und ja, wenn es positiv aufgenommen wird, dann würden wir so ein Videos gegebenenfalls auch einfach mal wieder in, ja, einfach fortführen, diese Ausblick-Variante. Die Flaschenpost wird dann eher für Informationen sein, die definitiv sind, also die bestätigt sind, dass sie jetzt so kommen und nicht für Work in Progress. Ja, Work in Progress, das sind dann alles die Schiffe, die eventuell gerade im Supertest sind, all so eine Sachen und dafür würden wir halt dieses Format dann hier nutzen wollen, um dazu ein bisschen zu differenzieren für den geneigten Zuschauer, für euch da draußen nämlich, um das ein bisschen klarer zu machen. Gut. Ich bedanke mich für eure Zeit und dann sehen wir uns im nächsten Video hier auf dem Siegkrauts-Kanal. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.